Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Erfolg aus Patch 10.1.7. Und zwar finden wir den unter Beruf und dann Schmiedekunst. Und hier haben wir das Achievement auf dem Weg zur Legende. Und für dieses Achievement müssen wir nur eins machen: stellt den Sulfuras Hammer her. Und um den Sulfuras Hammer herstellen zu können, brauchen wir als erstes mal ein Rezept. Und zwar das Rezept Sulfuras Hammer. Und wo kriegen wir das her? Naja, das Ganze spielt hier einmal in dem Dungeon Schwarzfelstiefen. Und zwar ist das eines der Dungeons hier im Blackrock, also hier im Schwarzfels. Und dann müsst ihr einmal in die quasi, in die unterste Instanz, die Tiefen rein. Und dort können wir uns das Rezept holen, wenn wir einmal hier in die Schenke zum grimmigen Säufer gehen. Und zwar haben wir hier auf den Koordinaten 50, 58 in den Schwarzfelstiefen einen NPC, der steht schon hinter mir. Loktos Düsterfeilsch heißt der. Und bei dem könnt ihr das Rezept kriegen. Es gibt hier einige, die ihr kaufen könnt, aber da ist es nicht dabei, sondern ihr müsst vorher ein Item mitnehmen. Und zwar brauchen wir einen Sulfurus-Block. Das ist das Ding hier. Das droppt nämlich von einem Boss aus dem geschmolzenen Kern. Golgamak, der Verbrenner. Und ja, der kann das droppen. Ihr könnt ihn aber auch einfach so wie ich im Auktionshaus kaufen. Heißt, ihr müsst einen im Inventar haben. Dann ist es so, dass ihr dementsprechend einen, eine Quest von ihm bekommt. Und da könnt ihr dementsprechend das komplett durchklicken und am Ende gibt es dann das Rezept. Ne? Wenn ihr tauscht quasi einen Block gegen das Rezept ein. Und sobald ihr das Rezept habt, könnt ihr das lernen und wir können das Ding einmal craften. Kleine Randinformation noch, ihr könnt das Rezept, so wie ich das verstanden habe, auch im Auktionshaus verkaufen. Also sprich, könnt ihr euch den ganzen Spaß hier auch sparen und das Ding einfach auch verkaufen. Ja? Aber das ist euch überlassen. Gut, und jetzt wollen wir das Ding noch craften. Wir können das nämlich nur an einem bestimmten Ort craften, und zwar Schatten schwarze Amboss. Ne? Und da müssen wir nämlich auch hier gleich schon bleiben in der Schwarzfelstiefe. Und zwar haben wir den hier in der Mitte schwarze Amboss und da können wir das Teil einmal bauen. Die Mats sind relativ teuer. Ich habe jetzt hier 37.000 gezahlt, um das ganze Ding herstellen zu können. Also doch schon einiges. Und jetzt gehen wir einfach hier quasi in die Mitte. Also hier seht ihr, wir sind quasi jetzt hier auf den Koordinaten 56, 31 und da können wir das Ding dann bauen. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr hier noch von dem Braufest-Event diese Fernbedienung habt, wo ihr euch hinporten könnt, spart ihr euch den Weg hierher zu kommen. Alternativ könnt ihr auch den Pet-Battle-Port nehmen vor die Instanz, ne? Das spart euch vielleicht auch ein bisschen den Weg. Gut, dann stellen wir das Ding einmal her. Gibt es dann einmal das Achievement und wenn ihr das Teil schon gelernt habt, könnt ihr das auch im Auktionshaus verkaufen. Ne? Also könnt ihr vielleicht euer Gold wieder reinholen. Das werde ich zumindest versuchen. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.